Der Tempelberg in Jerusalem. Nahe dem Goldenen Tor, durch das einst der jüdische Messias die heilige Stadt betreten wird, wollte der Rabbiner Viktor Tullmann begraben sein. Meine Tante Hella hat ihm diesen letzten Wunsch erfüllt. Mit ihrem toten Ehemann ist sie 1989 von Paris nach Jerusalem gezogen. Sie wollte auch nach seinem Tod in seiner Nähe sein. Seither besucht sie einmal im Monat das Grab am Ölberg. Die berühmte Via Dolorosa in Jerusalem. Ein anderer Messias hat hier bereits vor 2000 Jahren ein bitteres Ende gefunden. Meine Tante hat sich von ihm abgewendet und ist Jüdin geworden. Mit zwei Kameras und meinem Freund Tom besuche ich Tante Hella. Es heißt, sie sei freiwillig in einem KZ gewesen. Tante Hella wird 95 und es ist höchste Zeit, mehr darüber zu erfahren. Mehr über sie und mehr über die Geschichte dieses Landes. Viele, viele Fragen, auf die es vielleicht keine einfachen Antworten gibt. Was könnten diese Steine alles erzählen? Meine Tante meidet die lärmende Innenstadt. Völlig zurückgezogen lebt sie in einem ruhigen Vorort. Sie führt Tom eine sonderbare Therapieliege vor, die sie in Paris selbst entwickelt hat. Ach, jetzt, ja. Ja, jetzt geht es wieder. Muss mal geölt werden. Es geht nach und? Links und jetzt langsam Füße Richtung Füße herunter. Und dass das Gehirn fühlt und teilnimmt, wie die inneren Kräfte, die das Gehirn ja auch leiten kann, wie die jetzt in Richtung der Beine gehen, um zu tragen. Eben, das sind Sachen, über die man lustig und normal sprechen kann. Das hat nichts mit mystisch und zu tun, aber mit der feinen Aufmerksamkeit unseres Gehirnes. Dass wir uns in diese Tatsache der Anziehungskraft der Erde und so dieser der Harmonie der Energien, und das sind wahrscheinlich in uns die elektromagnetischen Wellen, ein kleiner Teil dieser Wellen, der mit zusammenwirkt mit dem kosmischen Gleichgewicht, wie soll man sagen, Harmonie. Wie eine unhörbare Musik. Von einem Prinzen aus Java erhielt Tante Hella in ihrer Jugend eine Ausbildung zur Ausdruckstänzerin. Die geheimnisvolle Wirkung von Bewegung hat sie immer fasziniert. Mit dem asiatischen Künstler und seiner Familie reiste sie durch Europa.
Und als der Zweite Weltkrieg Tante Hella schließlich in Frankreich einholte, entschied sie sich für den Aufenthalt im Internierungslager Gurs, statt frei nach Deutschland zurückzukehren. Was bewegte meine Tante, freiwillig in ein KZ zu gehen? Meine Familie scheut sich vor dieser Frage. Ja, ich bin ins Lager gegangen, hatte mir Wasserstiefel gekauft. Man sagte, das ist bei den Pyrenäen und da fällt viel Wasser runter. Nehmen Sie Wasserstiefel mit und Rucksack und ein paar praktische Sachen. Und dachte, das wird nicht lange dauern, lass du dich internieren. Denn mit Hitler mitzumachen, das konnte ich nicht. Nicht gehorchen. Das ist etwas ganz nicht gehorchen auf eigene Initiative, auf eigene Gefühle lauschen. Und so war ja das Suchen nach dieser Ausstrahlungskraft ganz gerichtet auch auf die eigenen Gefühle, die man hat. Und dann kann man nicht gehorchen, was ein anderer will. Das geht einfach nicht. Und so konnte ich einfach nicht gehorchen und habe vorgezogen, ins Lager zu gehen. Und gar nicht wie ein... dass ich stolz drauf gewesen wäre oder ich wusste eigentlich gar nicht, was ich machte. Ich wollte nicht gehorchen. Diese kleinen Sachen sind Zeichnungen, die ich gemacht habe im Lager. Und man hat dann gesehen, dass ich zeichnete. Und dann sind Leute gekommen und haben gesagt, ach, können Sie mir nicht auch was zeichnen? Ich möchte meine Mutter schicken oder jemand. Und dann habe ich dafür ein Ei bekommen oder ein Stück Brot oder ein Käse oder Gott weiß was, habe Essen dafür bekommen und habe mit diesen kleinen Zeichnungen habe ich doch meine Kräfte behalten können in einem gewissen Zustand. So wie man langsam den Menschen ja, seelisch, moralisch zugrunde macht durch hier. Ja, es wurden sogar zuerst noch Kinder geboren im Lager. Nachher war das dann nicht möglich, weil man die Familien alle auseinandergebracht hat. Hella hat im KZ die große Liebe ihres Lebens kennengelernt. Den Rabbiner Viktor Tullmann. Viktor war Spanienkämpfer gewesen. Er hatte das Aufbauen der Baracken miterlebt. Er hatte einen wunderbaren Bariton, war Rabbiner, Kabbalist und ein kräftiger Mann. Meine Mutter hat, wie sie hörte, dass ich mich mit diesem Rabbiner, mit diesem Juden und Rabbiner verlobt habe. Wir haben uns verlobt zusammen im Lager. Schickte sie durch die Schweiz, durch einen Freund, Pfarrer, regelmäßig für ihn und für mich ein Päckchen. Und das hat gemacht, dass wir noch auf den Beinen standen, noch arbeitsfähig war. Und das hat wieder gemacht, dass Viktor nicht nach Auschwitz kam, weil er noch auf seinen Beinen stand, sondern er wurde nach Marseille in ein Arbeitslager geschickt. Für die Deutschen musste er Säcke tragen und so weiter. Die mussten arbeiten für das deutsche Militär in Frankreich. Und das hat ihm sein Leben gerettet. Von da ist er dann auch ausgerückt und ins französische Militär gekommen. Viktor und Hella verloren sich aus den Augen. Nach dem Krieg machte sich Tante Hella von Deutschland aus auf den Weg nach Paris,
Sie hoffte, Viktor dort zu finden. In Belgien wurde sie verhaftet und fatalerweise als NS-Verbrecherin mehrere Monate ins Zuchthaus gesteckt. Das war die schlimmste Zeit, erzählt sie mir. Trotz ihres Alters feiert Tante Hella hin und wieder mit entfernten Verwandten von Viktor das Pessachfest. Nach all den Jahren in Israel spricht sie noch immer kein Wort Hebräisch. Berlin. Die zentrale Gedenkstätte der 6 Millionen ermordeten Juden in Europa. 2711 Stelen aus Beton, um ihrer zu gedenken. Manifestierte deutsche Erinnerungskultur. Ein Land voller Stolpersteine mit den Namen der Ermordeten. Kann es sein, dass die Fixierung auf all die Toten uns Deutsche, die lebenden Juden, manchmal vergessen lässt? Wir sehen viel Lebensfreude, trotz der vielen Drohungen der Feinde Israels. Wir fahren durch die Nacht, als wir in den Nachrichten hören, dass soeben eine Qassam-Rakete in ein Haus eingeschlagen ist, in Sderot. In dieser Stadt nahe Gaza ist das nicht ungewöhnlich. 200 Qassam-Raketen sind hier niedergegangen. Auch wenn die selbstgebauten Flugkörper keine effektiven Massenvernichtungswaffen darstellen, harmlos sind sie nicht. 11 Tote gab es schon in Sderot. Warum findet Israel keinen Frieden? Was lässt diesen Hass immer wieder auflodern? Wir haben Fragen. Ein guter Platz, um Antworten zu finden, ist das Café Tamar in Tel Aviv. Es ist das älteste Café der Stadt und gilt als legendärer Treffpunkt der Intellektuellen. Die Besitzerin Sarah Stern führt das Tamar seit den 50ern durch unruhige Zeiten. Wir knüpfen Kontakte zur Friedensbewegung, eine multinationale Gruppe in diesem Land.
There are many, many, many people, much more people than use violent resistance, use non-violent resistance. However, it cannot be so much on the camera because it is just to meet people need to break the law. There are different areas in the West Bank. So if Israelis want to meet their Palestinian counterpart, they have to illegally cross the checkpoint, which is most of the time the only way they can meet each other. Palästina, ein staubiger Zankapfel. Von den Märkten der Welt nahezu abgeschnitten, bedeutet die altertümlich anmutende Bewirtschaftung des kargen Bodens für die Palästinenser noch eine gewisse Grundversorgung. Die palästinensischen Bauern sind ein Dorn im Auge der jüdischen Siedler, die hier immer mehr Land für sich beanspruchen. Das israelische Militär sorgt vorbildlich für die Sicherheit der Siedler. Man versteht sich. Gewaltsame Übergriffe der Siedler auf die Bauern werden für gewöhnlich von den Soldaten geduldet. Der Bus einer israelischen Friedensinitiative auf dem Weg in ein kleines Dorf in der Nähe von Hebron. Sie finden sich hier zusammen, um palästinensischen Bauern beim Bestellen der Felder schützend zur Seite zu stehen. Sie wollen verhindern, dass Menschenrechte verletzt werden. Es sind Israelis aus allen Schichten und jeden Alters, die sich hier für einen Frieden mit den arabischen Nachbarn einsetzen. Der Aufenthalt in der Westbank ist für die Zivilisten nicht ohne Risiko. Ohne gültige Passierscheine laufen sie Gefahr, verhaftet zu werden. Mit ihrer Anwesenheit wollen sie die Soldaten unter Druck setzen. Zeigen, dass das Handeln der Siedler nicht immer den Vorstellungen der demokratischen Mehrheit entspricht. For Israelis, if they refuse to serve in the army, or if they only say that there is actually such a thing as Palestinians, or actually such a thing as the West Bank, or a Palestinian people, they get excluded from their society. Their parents do not talk to each other, to them anymore. Their brothers call them sissies, or in the worst case, they're even called traitors, or a lot of people are accused of being a self-hating Jew. In Palestine, the Palestinians face much the same problem. If you want to work with an Israeli, you're not a true Palestinian. You give away the Palestinian cause. Talking to an Israeli makes you a collaborator or an agent, or in the best case, a normalizer. Thank you.
man zchuyot ve mitoch kaas al avlot shenasu lachem. Anachnu kan kedei latet lachem et hatikva hazot velemnoa mikem lalechet baderech haafela shenevia rak leheres ve'abadon. שמעתי אותך מדבר, אתה מדבר כמו עובד אלילים, עובד אלילים, מסתכל מלמעלה, אתה מזכיר לי את היטלר, אתה מזכיר לי, אתה מזכיר לי עם הצורה שלך לדבר לערבים כמו היטלר. והעיקר שאתה ליברלי וכל מי שלא כמוך גזעני, אתה ליברלי וכל מי שלא כמוך גזעני, אני יודע בדיוק. אני יודע בדיוק מי אתה. אתה מדבר בדיוק כמוך. אתה ליברלי. אתם גזענים. האדמה לא שייכת לכם. האדמה לא שייכת לכם, ואתם תראו שתוך זמן קצר אתם לא כאן. מנדל האוס. אולי בגלל זה שאתה רשמת את אלוהים בקרבות, אתה חושב? מנדל האוס. בפתח תקווה זה שלך. כן, צלם. צלם כמה שאתה רוצה. פאק יו. שקל. עשה מפגד ליהודו של כל המעוניין. בשעות העבודה הרגילות במקומות הבאים, מילדת תיאום הקישור, משטרת ישראל, אחרי זה עלתות חול, מהראשון ל-12:07. עכשיו, אחרי שקראתי לכם, אחרי שקראתי לכם, יש לכם דקה. חבר'ה, בוא נלך מכאן. Die Soldaten lösen die Veranstaltung auf. Sie erklären das Areal zum militärischen Sperrgebiet. Für die israelischen Friedensbewegten ein unmissverständlicher Befehl, den Ort sofort zu verlassen. Bei Widerstand droht Gefängnis. They believe that violence is not the way to end the solution. Non-violent resistance in Israel and Palestine is different than, for example, Mahatma Gandhi and Martin Luther King. It's not a conviction against all violence. They do not believe that we should do away with all army or that we should become pacifist. They believe it's a strategy. They believe that they tried violent resistance and violent occupation for 60 years and it's not working. Non-violence is the only way to, for both sides, to just live. And that's, if you ask anyone who works with it what they want to do, they just want to live in peace. Der Streit um die letzte Heimat meiner Tante hat viele tiefe Wurzeln. Die goldene Kuppel des Felsendoms markiert jene Stelle, wo sich vor etwa 4000 Jahren eine denkwürdige Geschichte zugetragen haben soll. Der aus dem heutigen Irak zugewanderte Abraham sollte hier seinen zweitgeborenen Sohn Isaak, dem lokalen Gott, als Opfer darbringen. Damals nahm jener Gott das Opfer nicht an. Doch dafür, dass er seinen Sohn für den bedingungslosen Glauben zu opfern bereit war, segnete Gott den treuen Abraham. Bei Moses ist Folgendes zu lesen. Darum will ich dich reichlich segnen und deinen Samen mächtig mehren, wie die Sterne am Himmel und wie den Sand am Ufer des Meeres. Und dein Same soll das Tor seiner Feinde in Besitz nehmen, und in deinem Samen sollen alle Völker der Erde gesegnet werden, weil du meiner Stimme gehorsam warst. Abraham, Avram oder Ibrahim gilt als der gemeinsame Stammvater aller Semiten und Araber. Jedoch, der Frieden zwischen den Kindern Abrahams ist brüchig. Sie entwickelten zu unterschiedliche Glaubensvorstellungen.
Der eine Gott konnte keine anderen Götter neben sich dulden. Die Hoffnungen der westlichen Welt ruhen auf dem Staat Israel, der einzigen Demokratie im Mittleren Osten. Eine einzige zarte Pflanze der Freiheit, scheinbar umgeben von Chaos und Gewalt. If you want to talk about peace, we see in the TV every day couple of million they wish, you know, but where the real peace? There is not. It's only talking, but to find really people to do that, it's not anymore because it's power now. It's like mafia game, money, petrol, chair. You know, it's power. It's like mafia game. It's not religious. They put the religious in the picture, but it's not religious because if you want to talk about religious, in any religious, God never say kill. God never say blood. But they kill each other in the name of this God. So God never say something like that. Die Golanhöhen. Auch hier eine Geschichte von Liebe und Leid. Während des Sechstagekrieges 1967 okkupierte Israel dieses strategisch bedeutende Bergland von Syrien. 120.000 Araber, die hier ihre Heimat hatten, flohen in die Nachbarländer. Die Religionsgemeinschaft der Drusen entschloss sich zu bleiben. ...1981 wurden die Golanhöhen offiziell von Israel annektiert. Wenige Tage später erklärte der UN-Sicherheitsrat diese Annexion in Resolution Nummer 497 für ungültig und errichtete eine Pufferzone. Im drusischen Mashdal Shams findet alljährlich im März auf beiden Seiten der von der UN kontrollierten Demarkationslinie ein ganz besonderes Ereignis statt. Muttertag. Auf israelischer Seite finden sich Mütter zusammen. Auf der syrischen Seite gegenüber versammeln sich ihre Töchter und Söhne. Die Kinder leben in Syrien, da in Israel für nichtjüdische Minderheiten kaum Aussicht besteht, einen Studien- oder Ausbildungsplatz zu bekommen. هيل معك يا فكي يا كمال هيل معك
790 Kilometer Antiterrorschutzwall. Als Deutscher erinnere ich mich noch gut an die Mauer, die den real existierenden Sozialismus vor der kapitalistischen Aggression bewahren sollte. Am Ende brach die Mauer und die beiden deutschen Staaten wurden wieder vereint. Für den Bau dieser Mauer wurden 36 palästinensische Siedlungen zerteilt, über 80.000 Olivenbäume gefällt, 32 Brunnen annektiert und 35 Kilometer Wasserleitungen zerstört. An einigen Orten entstanden Enklaven, die fast vollständig von Mauern umschlossen sind. The wall has changed the lives of many people around here. And among them is me and my family. My personal experience is the sadness of waking up every day and looking at what used to be here, the family garden with all the trees and all the plants. The wall for us, especially for me, is the end of a phase, which is like of this beautiful, remember of this, forget of ending a phase in which I remember this place as being beautiful and bright and shiny and full of love and into a place that is now full of sad memories and which is now a symbol of let's say separation and losing those who you care about. Israel hat die Mauer tief in palästinensisches Gebiet gebaut und wich damit von dem vereinbarten Grenzverlauf ab. Der internationale Gerichtshof erklärte die Sperranlagen daher stellenweise für illegal. Doch Sanktionen der UNO folgten keine. Was den einen zu viel, ist den anderen zu wenig. Auch den Anhängern eines Groß-Israels ist die Mauer ein Dorn im Auge. Die Likud-Nationalisten fordern eine Erweiterung Israels von der Mittelmeerküste bis nach Jordanien. Auch dieser Traum rückte mit dem Bauwerk in unerreichbare Ferne. Diese Mauer ist für die Palästinenser eben eine Provokation. Das bedeutet Landnahme, Enteignung und auch das Blockieren der Wirtschaftsbeziehungen zwischen beiden Völkern hier. Also die Mauer ist vielleicht kurzfristig für die Sicherheit der Israelis vorteilhaft. Aber es wäre noch vorteilhafter, auf der Basis einer Verständigung dieselbe Sicherheit oder noch mehr Sicherheit herzustellen. Das ist diese militärische oder militaristische Denkart. Mehr Macht, mehr Kontrolle, mehr Polizei, mehr Militär. Das ist die Lösung. Einer von über 600 Checkpoints der Israelis im besetzten Westjordanland. Immer wieder kommt es hier zu Zwischenfällen, darunter Notgeburten. Das Elend der Palästinenserinnen bewegt auch die Herzen einiger israelischer Frauen. Mahzom Watch nennt sich ihre Initiative, der schon einige hundert Frauen aus der Mitte der Gesellschaft angehören. Mahzom Watch, Kontrollpunktbeobachtung. In den letzten Jahren mussten viele schwangere Palästinenserinnen ihre Kinder an einem solchen Kontrollpunkt zur Welt bringen. Wir hörten von 34 Totgeburten und von 4 Müttern, die dabei starben. Hallo. מהקונטיינר. אנחנו מטפלים בזה.
אני יודעת, אנחנו מטפלים בזה, מדברים איתם. מה שאפשר אנחנו עושים. טוב, תודה רבה. סליחה, אבל אני דיברתי איתם, ביי. טוב. Der lebensnotwendige Handel wird durch die strengen Kontrollen an den Checkpoints enorm erschwert. Jede Kiste, jeder Gegenstand muss von den Händlern abgeladen werden, den Kontrollpunkt einzeln passieren und auf der anderen Seite wieder in ein anderes Fahrzeug aufgeladen werden. Die Machsom-Watch-Frauen hoffen, dass durch ihre Anwesenheit die Konfrontationen an den Kontrollpunkten zumindest gemildert werden. Sie versuchen auch, bei akuten Problemen zu vermitteln. Um zur Arbeit zu kommen, einzukaufen oder um ein Krankenhaus zu besuchen, müssen die Palästinenser die Kontrollpunkte passieren. Dabei werden sie oft Stunden, manchmal sogar tagelang festgehalten, meist ohne jede Angabe von Gründen. Die Bewohner brauchen einen von den israelischen Behörden ausgestellten Erlaubnisschein, der an jedem Kontrollpunkt vorzuzeigen ist. An vielen Feiertagen oder zu nationalen Anlässen werden die Übergänge jedoch geschlossen, die Familien voneinander getrennt. הייתה פינה של תה וקפה והכל, הם נשארו תקועים בלא כלום. כי המחסום כאן כבר סגור. תודה רבה. לפי הבוס שם, יכול להיות שיפתחו כאן יום אחד משהו באפשרות לעבור. Die Frauen bleiben nur wenige Stunden bei einer Kontrollstelle, dann fahren sie zur nächsten. Die jungen Soldaten wissen nicht, wo sie als nächstes auftauchen werden. Sie zeigen Respekt vor den Frauen, die ihre Mütter sein könnten. Selten weisen sie sie zurück. Die Kontrolle der Kontrolleure, die zur Verhältnismäßigkeit mahnt. We don't want to cooperate with the soldiers, but if we don't manage somehow to speak with them, and they are very hostile, we can do almost nothing in terms of, you know, trying to help. And, I think it is still important that we stand there and that we take evidence and that we write it and try to send it out, the stories, although I'm sure that only a minority takes the trouble to read them. An diesem Checkpoint ist der Zugang für Israelis verboten. Die Machsom-Watch-Frauen dürfen eigentlich nicht passieren.
this country. The soldier began to frighten me, telling me this is a military zone. And I already know that a military, in order to convey or transform an area to a military zone, you have to have an order by Aluf, and you know that Mazel Aluf, high general, very high general. And it has to be written and signed by him and give the date and the exact boundaries of the military zone. If he cannot show it to me, then true. There is no military zone. And obviously what he was trying to do is to frighten me. And I told him, see, I know what is a military zone. Show me a general order signed. So then they moved to they are calling the police. And then they began to tell me they are stopping to the movement of the Palestinians. They will not work. So I took out a letter from the judicial advisor of the army saying that Mahsom Watch women presence is not a reason to stop passing the Palestinians. And I told him, read it. It's your judicial, it's not me, it's a military judicial law. Who cares about him? I'm here, but they continue to check the Palestinians. They didn't stop the work of the checkpoints. And they moved us a little bit further, but they didn't managed to move us very far away, which was their preliminary demand. They are, however, stopped you from taking... Wow! Das Erzvätergrab in Hebron. Der biblischen Überlieferung nach soll an dieser Stelle nicht nur Abraham und seine Familie die letzte Ruhe gefunden haben, sondern auch die sterblichen Überreste von Eva und Adam. Die Ruhestätte von Adam und Eva ist heute wahrlich kein Paradies. Sie liegt inmitten eines isolierten, zersplitterten und besetzten Gebietes. Seit Jahrtausenden schwelt hier der Konflikt. Gemäß der Bibel schenkte Gott durch seinen Propheten Josua die Stadt Hebron den Stämmen Israels. Doch die Zahl der Juden blieb hier gering. 1492 erneuerten einige hundert vertriebene spanische Juden die fehlende jüdische Präsenz im palästinensischen Hebron. 1929 kam es dann zum Eklat. Bei gewalttätigen Auseinandersetzungen töteten Palästinenser 67 Juden. Die jüdische Gemeinde verließ ihre Häuser und floh nach Jerusalem. Umgeben von nahezu 200.000 Palästinensern leben hier heute rund 700 jüdische Siedler und Studenten im Zentrum der hermetisch abgeriegelten Altstadt. Um sie dort unterzubringen, wurden über 1000 Wohnungen und fast doppelt so viele Geschäfte der Palästinenser geräumt. Ein normales Leben oder eine wirtschaftliche Entwicklung erscheint an diesem Ort nahezu unmöglich. The situation here is so hard and difficult on us as a Palestinian, especially shopkeepers and people who's passing from this road towards the mosque. Is the settlement the one on top of these shops? These houses belong to Palestinian. Two floors, they came and they occupied them, they kicked people out of them, they forced them to leave them.
and they built another floor on top, which is not their properties. They don't own it. And who lives here now on top of us? Settlers. And trying to kick us outside here and to make life hard and difficult for us. They keep throwing on us garbage, stones, bottles, sometimes dirty water, sometimes bleach to burn our clothes, which is we can't avoid it. We done as a shopkeepers this metal fence to protect ourselves and the protecting visitor who's passing from here. The army, they occupy these ceilings and they are to look after the settlers and to protect the settlers. When they see them causing trouble, they don't stop them. They just look at them and laugh. This is not the way to treat people like us, a human being, in a way. It's the way you treat bloody animals, or even animals in European countries, they treat them well. And we are not going to leave as long as we live. We are determined to stay here. We are not going to give up because this is our homeland. Behind these shops, it used to be the biggest market, a grocery market, selling vegetable and the fruit market. A lot of shops, not just one or two shops, over 100 shops. And it used to be the main shop for the Palestinian. And the villages around the city, they used to come to here, the Bedouin, everybody. And they shut it. They just put their hands on it and they occupied it. And Palestinian people, they are not allowed to walk over there at all. It's just a road for the settlers and the army. It's so sad. It's what you call a disaster, what they done over there. 1994 kam es erneut zu einem Blutbad. Diesmal drang ein bewaffneter jüdischer Siedler in eine Moschee ein und eröffnete das Feuer auf die betenden Muslime. 29 Tote und über 200 verletzte Palästinenser waren zu beklagen. Von einigen extremistischen Juden wird dieses Massaker jedoch alljährlich als große heroische Tat gepriesen. Heute, wo der Prozess so verfahren geworden ist, zum großen Teil deswegen, weil Israel überall in der Westbank Siedlungen gründete, ist es ungeheuer schwierig, hier ein Zwei-Staaten-System zu schaffen. Und da könnte man sich überlegen, wäre nicht ein Staat, ein multinationaler Staat oder binationaler Staat, nicht eine bessere Lösung sein. Das akzeptieren mehr als 90% der Israelis nicht, weil man nicht in der Minderheit sein will. Und man weiß, man wird irgendwann in der Minderheit sein. Und deswegen ist diese Lösung genauso unpraktisch wie die Zwei-Staaten-Lösung. Aber solange es keine Lösung gibt und die einzige Lösung, die man bisher gefunden hat, ist die Fortsetzung der verfahrenen Situation, sollte man vielleicht versuchen, die eine oder die andere Lösung doch weiterentwickeln. Eine kleine Lösung, um den Konflikt zu entschärfen, könnte ein fairer Umgang mit den Bewohnern der besetzten Gebiete sein. Der fortwährende Ausbau der jüdischen Siedlungen auf palästinensischem Territorium wird jedoch nicht als Bemühung um eine friedliche Beilegung des Konflikts angesehen. Jeden Freitag nach dem Besuch der Moschee
brechen die Männer von Bilin zu einer Kundgebung auf. Einige Ausländer und sogar Israelis schließen sich ihnen an. Durch den intensiven Siedlungsbau in den besetzten Gebieten hat sich die Situation der Bewohner von Bilin und anderen palästinensischen Dörfern verschlechtert. Nicht nur wichtige Agrarflächen sind hier durch den Mauerbau verloren gegangen, selbst der Friedhof ist den Dorfbewohnern nicht mehr länger zugänglich. Man will friedlich protestieren, heißt es. Worte sollen ihre einzigen Waffen sein. Israels Armee bringt sich in Position. Jahr für Jahr wiederholt sich hier ein ähnliches Bild. Thank you.
حماده عم يدبول لا يعذر لخدمه تجاهتك يا ليم بدليل زي لا يعذر لخ حماده عم يدبول يا زلمه خذ حالك وروح طب خذ حالك وروح Steine gegen eine Armee. Ein Bild wie David gegen Goliath. Fast nackt stand der junge David vor einem mit Eisen bewehrten Gegner und nur mit einem kleinen Stein kämpft er für sein Volk. Ein Begründer unserer westlichen Demokratie, der Franzose Rousseau, sagt: Zwischen dem Starken und dem Schwachen ist es die Freiheit, die unterdrückt, und das Gesetz, das befreit. Die Anwesenheit von Kameras und Fremden soll die Akteure zur Friedfertigkeit mahnen. Immer wieder kommen auf dieser wöchentlichen Veranstaltung Menschen zu Tode. Mit unserer Kamera, als Fremde, als Deutsche, werden wir zu Figuren, zu Mitspielern in einem eskalierenden Konflikt. Deport the Palestinians, the so-called left. Where the fucking kibbutzim sitting, Arab land? All the refugees in Lebanon, they're not because of me that I'm saying, you know. No, they're because of those so-called leftists now today. They say, oh, leftists, we are pro-peace. Let's, 67, why 67? Why not 48? Oh, it was then, let's start again. Why start? So let's forget the Nazis too. If the time give legitimation to things, or Stalin or whatever. Let's forget all the fucking bad things and start the history now. So they decide to start the history then. You know, they decide what to do. It's amazing. They want to build here Europe. They all the time remind you about Europe, about the horrible things in Europe. On the other hand, Europe is the best, the greatest culture. So fuck, decide where the fuck you are. Don't confuse us. You confuse already. Why are you confusing us? You confuse all the time. You're pushing us every fucking day about the horrible things that happened to you there. And on the other hand, you say Europe, the greatest culture. Israel is European. We came from the great culture. Great culture is not only Mozart. Great culture is also the Nazis. Great culture is Stalin. And that's how they live in this contradiction, and they put us in this contradiction. We talk about it. They took the Holocaust now. They took the Holocaust since the 50s as a business. How to manipulate big, huge bunch of people here in this, around as their slaves. Mein Partner Tom verliebte sich während der Dreharbeiten in die arabische Jüdin Anat. Er verbrachte anschließend einige Zeit bei ihr in Israel. Vielleicht hilft ja das Vertrauen in die Liebe, die schmerzvollen Konflikte der beiden Völker zu überwinden. Vielleicht ist sie die richtige Kraft, um Wunden zu heilen und neue Hoffnungen zu säen. Vielleicht. Why do I shoot so many people?
So many people suffer. Why? How do I do now with my past? What can I do now with my past? How do I forgive? How do I change the way I perceive myself? How hard is to agree? How hard is to forgive? How do I change every time again? How do I let go? A sure thing I've made. How do I leave? Höre Israel, schreibt der jüdische Dichter Erich Fried. Ihr habt überlebt, die zu euch grausam waren. Lebt ihre Grausamkeit in euch jetzt weiter? Werke des jüdischen Künstlers Yair Levy. Er stammt aus dem Jemen. Dort hatten seine Vorfahren seit Jahrhunderten in einer muslimischen Gesellschaft eine friedliche Existenz geführt. Yair versucht in seiner Arbeit, die Kulturen friedlich miteinander zu verbinden. I made a samurai. The last samurai was fighting and he lost his eye. I make a sculpture who lost his eye. And week after there was a war here in Israel in 73. They throw a hand grenade to my head, it was exploding. One shrapnel, all the rest, the thousand, gone. Only one shrapnel took the eye. For to prove. And that's why I'm dealing. Everywhere I see eye. We have very good life, good atmosphere, no hateness, we never felt that like somebody following us and said, go away. The Muslim people there in the desert, we were together, we are kind of, they participate with us and give us such a good feeling. That's why I think that's the idea I'm doing and dealing from everything from the earth, from the desert, I'm talking about the clay, even things from the tree I use. Everything what is done before, I put it now together because I got the influence from my background. The important thing, I do it for the idea of peacefully, really. Just, I'm working peacefully, relaxed for very, I'm very relaxed. And I hope that all my idea will come one day and people will understand it. Nach
Nur wenige Kilometer von Tel Aviv entfernt besuchen wir die Werkstatt des palästinensischen Künstlers Mazem. Auch in seinen Werken ist der Einfluss des Orients nicht zu übersehen. Zusammen mit seiner amerikanischen Lebensgefährtin Julia versucht er, seine von Konflikten geprägte Welt friedlich durch die Kunst zu beeinflussen. Mazem war erst politisch engagiert. Jetzt hat er sich von der Politik abgewandt und seinen Frieden gefunden. Politician is not the right way to change the world, because all the time I had a dream to change this bullshit world, to be more nice, more peaceful, more quiet, more fair, more justice. But I discovered politician is corruption, is part of injustice in this world. Also, it means that you should be part of this conflict, a bullshit conflict in this world. But my target to solve these conflicts, not to be part of these conflicts. This is the problem. So I decided then to stop as politician, and I start my working. I choose then to be a writer and artist. I became satisfied and in peace with myself, because I discovered what I need and my needs, and I discovered I can do by art more than politics. And because of this, I think I became more relaxed, and I can understand the others more than before. Because before, when I had this position and this point of view of the world, I had this solution, okay? This is my solution. This is the right way. But later I discovered the world is more open and more wide than this specific point or this direction. And it's not my right also to put my direction and to push all the people to follow this direction. Each one has a right and to choose his way in this life. The violence is not the solution. And also peace. What means peace? Peace and to build two states anywhere. We drink the same water, you know? And we breathe the same air. And also, if any fool man, yes, tomorrow, want to bomb Israel by nuclear bomb, it means just not just against Israeli, also against me. So it's a bullshit situation, and it's hard situation, it's tough situation. Because of this, I think and I believe deeply, deeply, deeply. One state for all of us, and a democracy is the solution. Wie man unschwer erkennen kann, ist nach tausenden von Jahren Hebräisch nicht mehr länger die exklusive Sprache der Heiligen Schriften. In Israel heißt es,
Wenn Moses heute zurückkäme und um ein Stück Brot bäte, verstünde man ihn. Allerdings, käme Moses heute zurück, würde man ihn vielleicht für einen Palästinenser oder Beduinen halten und nach seinen Papieren fragen. Eine Frau bringt uns zu einem geheimen Treffen mit Tali Fahima. Die konservative Jüdin gilt als Verräterin, weil sie eigenmächtig den Dialog zu einem Staatsfeind suchte, dem Araber Zachariah Zbeidi, Chef der Al-Aqsa-Märtyrerbrigaden. Die Behörden straften sie mit Gefängnis. Viele Monate verbrachte Tali in Isolationshaft. Auch die Folter blieb ihr nicht erspart. Durch gezielte Medienberichte gilt sie heute in ihrer Heimat als geisteskrank. Angeblich erwarte sie ein Kind von dem gesuchten Terroristen. Wir treffen jedoch auf eine Frau, die mutig um Verständnis zwischen den Völkern kämpft. Entgegen den Vorstellungen des israelischen Geheimdienstes. יחידה טרוריסטית שבעצם מתחפשת לאוכלוסייה מקומית ומבצעת רצח. אני כמובן לא התנגדתי למעצר, אני לא אדם חמוש, לא שום דבר, אני זוכרת שהיו שם יריות באוויר ופשוט השתוללו שם. טוב, הכל זה תוכנית של שבק, הזרוע הציונית של המקום הזה. ואז הגענו למתקן שבק שוב. שם הייתי חודש, שבחלק הראשון כמובן עוד חשבו שהם יוכלו לגייס אותי לשורות שלהם. ברגע שהם הבינו שלא, אז התחילה האגרסיה והאיומים והטרדות המיניות ולא להתקלח. וימים שלמים כמובן שבועות לא להתקלח והפחדות ו... אני כמובן נשארתי, עמדתי על שלי והמשכנו. אמרתי, אחרי, יש לכם משהו, תגישו. אני, יש בית משפט, אנחנו נמשיך. מעצר מנהלי, מעצר מנהלי הוא כמובן מעצר ללא משפט, זה כמו גואטנמו, ששמים שם אנשים ללא משפט, ללא כתב אישום, ללא שום דבר. חותם על זה שר ביטחון בישראל, ואין לי שום דבר לעשות עם זה. המדינה טוענת לחומר חסוי, הכותרות הן סכנה סכנה, כמובן במקביל שירות הביטחון הכללי עסק בקמפיין תקשורתי רחב של טלי פחימה מזדיינת עם ערבים, טלי פחימה מאוהבת בזכריה זביידי, טלי פחימה בהיריון מזכריה זביידי, רק לא, הכל כדי להכפיש אותי. עכשיו, כמובן יותר קל לעשות את זה בגלל שאני יהודיה ערבייה, וכמה קל לקחת אחת כמוני ולהכפיש אותה. ומיד להוקיע אותי בעצם כבוגדת. אני לקמפיין הזה לא שיתפתי איתו פעולה, ואני לא משתפתי איתו פעולה עד היום. כמובן, מאותו רגע, שוב פעם, חיי בסכנה, לא יכולתי ללכת ברחוב ושום דבר, פשוט ברחתי על נפשי מאזור מרכז. באמת, בזכות שתי משפחות פלסטיניות מפה שנתנו לי מחסה מכל הגזענות, השנאה הזאת, האש שהופנתה כלפיי. בסך הכל אני יכולה באמת לסכם את הדברים ולהגיד שאני תקלה של הציונות. הציונות לא ציפתה שתקום טלי פחימה. היום אני יודעת שהחשש המאוד גדול של הציונות האשכנזית היא שבעצם האוכלוסייה היהודית-ערבית תתקומם, תבין את הדיכוי, תתקומם מולם. זה הפחד הכי גדול של הציונות. אנחנו כעיקרון היהודים-ערבים באנו פה לשרת את העניין הדמוגרפי של הציונות. Es ist der 15. Mai. Israel feiert seinen Independence Day. Am 14. Mai 1948 endete das britische Mandat über Palästina. An diesem Tag proklamierte Ben-Gurion den neuen jüdischen Staat.
Nur wenig später wurde Israel von den USA und der Sowjetunion anerkannt. Es folgte der Angriff der arabischen Befreiungsarmee. Aber das junge Israel konnte die unzureichend ausgestatteten Angreifer mit internationaler Hilfe in die Flucht schlagen. Auf palästinensischer Seite findet zeitgleich eine andere Veranstaltung statt. Der Nakba Day, Tag der Katastrophe. Während der israelischen Staatsgründungsfeier trauern hier Millionen Menschen um einen verlorenen Staat. Die britische Mandatsregierung hatte auch dem palästinensischen Volk einen eigenen Staat versprochen. Doch seit 60 Jahren ist man davon immer noch weit entfernt. Am Nakba Day lassen sie schwarze Luftballons steigen. Die Ballons stehen für die verloren gegangenen palästinensischen Dörfer. 200 Ortschaften wurden besetzt und ein Fünftel der rund 4 Millionen Menschen zur Flucht gezwungen. Ein Land ohne Volk für ein Volk ohne Land. Staatsgründer Ben-Gurion brauchte einen Platz, an dem sein Volk friedlich leben konnte. Deutschland trägt für diese Situation auch eine historische Verantwortung. Doch seit der Staatsgründung erscheinen die endlosen Bemühungen um eine jüdische Mehrheit gescheitert zu sein. Die arabische Bevölkerung Israels wächst schnell, zu schnell. Als demokratischer Staat kann sich Israel einem Mitspracherecht dieser Bürger schwer entziehen. Bereits in wenigen Jahren wird die arabische Bevölkerung die Mehrheit der Wähler stellen. The logic behind this is always because we cannot have them become a majority. We cannot encourage them to join our society because they will turn it into an Arab society. And people will tell, oh, you want to live in an Arab society? You want to become an Arab? I said, well, my grandparents were Arab. You know, they came from Yemen and they were okay, so what? But, and of course on the other side, you have the, Arab fundamentalism, which becomes very threatening. So it's very easy for an Israeli secular to tell you, oh, you want to be an Arab, everybody will have to be like in Iran. So, and I say, well, you know, they're just a mirror image of our very strict religious Jews. We were the first to put religion into politics here. Die Geburtskirche in Bethlehem. Der Messias der Christen soll hier in einem Stall das Licht der Welt erblickt haben. Seine Eltern fanden nur dieses einfache Obdach. Nicht weit von dem heiligen Ort finden auch heute noch Menschen eine Zuflucht. Seit Jahrzehnten leben hier Flüchtlinge. Tausende hoffen immer noch auf eine Rückkehr in ihre Heimat. Das heutige Israel.
Es ist warm in Jericho. Die Oase gilt als die älteste permanente Siedlung der Welt. Seit nunmehr 13.000 Jahren haben an dieser Stelle zahllose Völker ihre Spuren hinterlassen. Seit 2005 hat die palästinensische Autonomiebehörde hier das Sagen. Einige Israelis bevorzugen eine friedliche Siedlungspolitik. Sie wollen in die Stille der Wüste ausweichen. Sie hoffen darauf, das weite Gebiet der Wüste Negev bis an die Grenze Ägyptens zu erschließen. Auch hier sind Besiedlungsversuche fehlgeschlagen. Doch sie scheitern friedlich. An der Härte der Wüste, fern der Zivilisation. Hier treffen wir auf den jüdischen Architekten Shmuel. Seine Vision für Israel fußt auf dem Glauben an Technologie. The only thing that we need is the land, the love of the people and a vision to go. So if the world decided the vision of the future of the world is the space and they are putting so much money into it and so much effort and so much, so let's be part of it. We are here, little one, we'll be part of it and we should create anything that is needed for the next generation to go with. And maybe we should be an example to the world for some other reason. And this for sure will bring us into a piece of our mind or peace of our heart, and once this peace will be created, then will be peace. Peace is an outcome to go to another level. Peace is not the goal in our life. Peace is just a basis for another thing to go. It's not a goal that we have to reach now. That's only a base to create something bigger and higher for each one's spirit and life. In order to understand what is life, we have to be in peace first, and as long as we are in war, we cannot come to this conclusion, and we cannot argue because we are in the argument. So this is what I see as the future of the country and the regime right now, that I believe that with work and love and cooperation, everything can be created. Meiner Tante Hella konnte ich nicht mehr von meiner Reise durch Israel und Palästina erzählen. Am 19. Dezember 2008 starb sie im Alter von 96 Jahren in einem Krankenhaus in Jerusalem.